Mittelfeld der Reds. Raúl Meireles, Paulsen und Gerrard gesetzt. Die Chance für Pato. Und den macht er. 2:0. Da haben die Brasilianer gemerkt, jetzt müssen wir wieder was tun. Und gleich legen sie zu. Gleich packen sie was aus. Pato mit seinem dritten Treffer im dritten Spiel unter Mano Menezes. Der bestätigt das Vertrauen, das ihm der neue Trainer gibt. Rubinho zu Carlos Eduardo. Und der dann mit dem punktgenauen Pass. Die Drehung von Pato. Ganz eng hat er den Ball da an seinem Körper gehalten. In einer fließenden Bewegung kommt er zum Abschluss. Platziert den Ball zwar nicht sonderlich gut, aber aus so kurzer Distanz hat es Dikan da natürlich richtig schwer. Und Pato also trifft erneut. Der gerade mal 21-Jährige etabliert sich hier als Stürmer Nummer 1 unter Mano Menezes.